Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hier vor mir liegt das Google Pixel 6. Und wenn ihr auch mal ein Smartphone oder Technik-Gadgets testen wollt, dann schaut doch gerne mal bei der O2-Tester-Community vorbei. Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch anmelden, ihr könnt euch auf Smartphones, Technik-Gadgets bewerben und dann werdet ihr vielleicht ausgesucht, auch mal das Google Pixel 6 oder auch sogar das Google Pixel 6 Pro zu testen und dann euch auch anschauen zu können. Ich wünsche euch da viel Glück und bewerbt euch. Das macht richtig Spaß hier in der Community. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an, das Google Pixel 6 auszupacken. Ich bin selber auch sehr gespannt. Los geht's nach dem Intro. Viel Spaß. Ja, mittlerweile kann man fast sagen, eine typische Google-Verpackung. Hier Pixel 6 hier oben nochmal, dann hier das eigentliche Gerät schon abgebildet. Wir haben natürlich verschiedene Farben. Es gibt schwarz, grün und beige, würde ich es jetzt mal nennen. Hier die Farbe jetzt schon abgebildet, die ich bekommen habe. Also ich glaube, das zählt dann jetzt hier ein bisschen als grün. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und aufgeregt. Wir ziehen die Siegel hier gleich ab. Google hat ja was gegen Unboxing-Messer, deswegen sind hier so kleine Streifen. Also nochmal vielen Dank an die O2-Tester-Community, dass ich dieses Gerät hier testen darf. Und hier ist es schon in voller Pracht. Aber ich kann mich noch zusammenreißen. Ich lege es erstmal auf Seite und dann schauen wir erstmal, was im Verpackungsinhalt alles dabei ist. Der ist packungstechnisch gesehen relativ spärlich. Wir haben ein USB-C auf USB-C Lade- und Datenkabel. Dann hier einen kleinen Adapter USB-C auf USB-A, um eure Daten vom älteren Smartphone hier per Kabel zu übertragen. Und dann darf natürlich auch bei Google nicht fehlen der Papierkram. Da schauen wir aber jetzt nicht rein. Da steht alles drin, was man mit dem Gerät so anstellen kann und wo was an welcher Stelle ist. Und natürlich die Safety Information sind da auch noch vertreten, aber das brauchen wir wirklich nicht. Das war schon kein Netzteil. Aber das macht meiner Freude zumindest keinen Abbruch. Wir haben hier verbaut einen 4600 mAh starken Akku. Den könnt ihr mit 30 Watt aufladen und mit ein komischer Wert. Ich hoffe, es stimmt. Wenn nicht, alles runter in die Kommentare. 21 Watt Wireless Charging, kann das stimmen? Also da müssten mir vielleicht hier die Profis, die das Google Pixel 6 jetzt schon länger haben, mir mal helfen. 21 Watt kommt mir doch ein komischer Wert vor, aber vielleicht stimmt es natürlich auch. Ja, zum Gerät selbst. Auf der Rückseite haben wir natürlich Glas, das ist ganz logisch. Und auf der Front haben wir sogar Gorilla Glass 7 Victus. Und in einem anderen Video habe ich gesehen, auf der Rückseite soll es auch Gorilla Glass 7 Victus sein. Also da bin ich auch sehr angetan von. Und das erste Handgefühl ist wirklich, also wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte es ja schon mal ganz kurz in der Hand auf einem, ja, anderen Event. Da durfte ich es mal in die Hand nehmen und mal so ein bisschen rumschauen. Aber jetzt nochmal in Ruhe hier schauen wir uns das an. Natürlich hier der Kamerabump ist erinnert mich so irgendwie an so eine Maske von einem Marvel-Helden. Ich blende euch vielleicht mal ein, was ich meine. Ja, hier der Rahmen ist aus Aluminium. Antennenstreifen sind zu sehen. Die Lauter- und Leiser-Taste, die sind wirklich super verarbeitet. Oben drüber der Power-Button. Ich bin gespannt, wie ich damit zurechtkomme. Jetzt wieder die Umgewöhnung. Dann ein weiterer Antennenstreifen. Auf der Oberseite ein erstes Mikrofon. Auch Antennenstreifen. Hier auf der linken Seite Antennenstreifen und der SIM-Schacht. Ich habe gar keine SIM-Nadel gefunden. Habe ich die übersehen? Jawohl, hier unten ist sie, die SIM-Nadel. Dann holen wir die doch mal raus, weil ich möchte doch mal in den SIM-Schacht reinschauen. Das ziehen wir ab. Die SIM-Nadel holen wir raus in dem schönen Google-Form hier. Und dann pieksen wir doch mal in den SIM-Schacht rein, was Google uns da anbietet. Und was haben wir hier? Wir haben eine SIM-Karte und das war's. Also ihr habt eine SIM-Karte und ich glaube, ihr könnt eine zweite SIM-Karte als eSIM aktivieren. Keine Möglichkeit der Speichererweiterung. Das ist schon mal ganz wichtig zu wissen. Hier schieben wir es wieder rein. Das Gerät ist übrigens nach IP68 zertifiziert, somit gegen Wasser und Staub geschützt. Und auf der Unterseite haben wir ein USB-C-Port.
natürlich weitere Antennenstreifen und einer von zwei Lautsprechern. Es sind natürlich Stereo-Lautsprecher, die sollen sich auch richtig gut anhören. Der USB-C-Anschluss ist übrigens USB-C 3.0. Und wie gesagt, die Lautsprecher sollen sich wirklich gut anhören. Ich bin mal gespannt, ob sie wirklich so laut werden, wie einige berichten. Größe des Geräts sind wir bei 74,8 mm auf 158,6 mm und es ist 8,9 mm dick. Schon etwas dicker, der Kamerabaum guckt auch nochmal gute 2 mm, wenn nicht sogar 3 mm heraus. Also da kann man fast so wie beim Mi 11 Ultra schon fast was dranhängen hier. 207 Gramm, das ist wirklich sehr angenehm und es ist wirklich sehr, sehr hochwertig, das Gefühl in der Hand. Also da hat man was richtig Schönes in der Hand. Es drückt sich nichts ein hier auf der Rückseite. Das CE-Zeichen haben sie auch noch ganz gut hinbekommen. Relativ weit unten und schlicht hier drauf gemacht. Natürlich das Google-Zeichen hier nochmal. Und dann schalten wir doch mal auf der Front. Ich hätte schon wieder hier unten gedrückt. Schalten wir auf der Front das Display ein. Und hier haben wir 6,4 Zoll AMOLED-Display. Full HD Plus Auflösung, sprich 1080 x 2340 Pixel bei 403 ppi. Wir haben 90 Hz Bildwiederholungsrate, HDR10 Plus zertifiziert, wie erwähnt Gorilla Glass 7 Victus auf der Front, Fingerabdrucksensor unter dem Display und hier oben seht ihr eine ganz kleine Punch-Hole-Notch. Ja, die Displayränder, sie könnten, muss ich ehrlich sagen, etwas dünner sein. Hier sehen wir es nicht mehr. Wir richten es gleich ein. Hier oben in der Punch-Hole-Notch versteckt sich, das war für mich irgendwie auch so eine kleine Überraschung, eine in Anführungszeichen nur 8 Megapixel Frontkamera. Damit könnt ihr natürlich euer Gerät per Gesichtserkennung entsperren. Und ich bin gespannt, ob auch Google hier mit 8 Megapixel, nur 8 Megapixel, gute Fotos, gute Selfies darstellen kann. Da könnt ihr mal schauen, Frontkamerafotos wie auch Rückkamerafotos gibt es natürlich bei mir auf Social Media. Da könnt ihr mal gerne folgen, da blende ich euch was ein. Da freue ich mich natürlich drüber. Ja, auf der Rückseite haben wir einen 50 Megapixel Hauptsensor. Es ist der Samsung GN1. Den kennen wir aus diesem Jahr, Anfang des Jahres. Der ist bestimmt richtig gut, auch noch mit Zusammenspiel mit der eigenen Software von Google. Da hat ja Google immer und immer wieder gepunktet damit. Der Hauptsensor hat übrigens eine Blende von f1.85. Der weitere Sensor ist ein Ultraweitwinkelsensor, 12 Megapixel mit einer Blende von f2.2. Ihr könnt 4K Videos darstellen in 60 FPS. Optische Bildstabilisierung ist natürlich auch mit an Bord. Elektronische Bildstabilisierung, HDR, Digital Zoom. Das Pro hat einen eigenen Zoom-Sensor. Hier bei dem kleinen, sage ich mal, Bruder haben wir keinen Zoom-Sensor. Hier ist ein Digital Zoom möglich, aber auch Autofokus. Ihr könnt die Fotos im RAW-Format abspeichern. Ein Nachtmodus ist integriert und Google, wie gesagt, ist natürlich bekannt dafür, für seine gute Softwarebearbeitung. Also da kommen schon einige gute Fotos bestimmt zustande. Wie gesagt, ihr könnt gerne bei mir auf Social Media vorbeischauen, da werde ich doch einiges davon posten. Jetzt richte ich das Gerät mal ganz schnell ein und dann sehen wir uns gleich in der Oberfläche wieder. Ja, jetzt in der Oberfläche angekommen. Ich muss sagen, bei der Einrichtung habe ich schon gemerkt, der Vibrationsmotor hier im Pixel 6 ist wirklich sehr, sehr gut. Preis übrigens habe ich noch gar nicht erwähnt. Vor lauter Aufregung. UVP 649 Euro. Ihr findet natürlich Links alles unten in der Videobeschreibung. Da schaut doch gerne mal vorbei. Und ich muss jetzt schon sagen, die Einrichtung hat schon Spaß gemacht. Android 12 hier, natürlich Stock Android 12 als Software. Ich möchte jetzt gerade mal schauen, ob ich überhaupt, das erste Mal, dass ich Android 12 hier habe, überhaupt finde, dass hier bei dem Display 90 Hertz überhaupt schon eingestellt ist, aber es fühlt sich so an. Hier ist das Smooth Display eingeschaltet. Setzen Sie die Aktualisierungsrate für einige Inhalte automatisch von 60 auf 90 Hertz herauf. Natürlich 90 Hertz, ein erhöhter Akkuverbrauch. Also das ist schon eingeschaltet. Wirklich sehr gut, dass Google das so macht. Und hier, ihr seht, alles sehr schön flüssig. Und da ist natürlich auch mit im Spiel der neue Chipsatz von Google, der Tensor Chip. Es ist ein Octa-Core mit 2,8 GHz. Unterstützt wird das Ganze dann mit einer von einer Mali G78 Grafikeinheit, 8 GB LPDDR5 RAM, 128 GB UFS 3.1 ROM.
Das Zusammenspiel ergibt dann AnTuTu Benchmark-Punkte von 735.000 Punkte. Und ich muss sagen, Google geht hier einen Weg, den Apple jetzt schon länger bestreitet. Sie bauen ihren eigenen Chip und das ist natürlich wirklich gut. Software und Chip von einem Hersteller, das kann nur funktionieren, das kann nur eigentlich ja nur gut sein. Also da muss Google jetzt schon doch in die Tonne greifen, dass das nicht passt. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie ich mit dem Pixel 6 hier zurechtkomme. Wie gesagt, also bisher hier ohne irgendein Ruckeln. Ich bin auf die Kamera gespannt und wir haben natürlich hier auch 4G, 5G Support, WLAN 2,4 und 5 GHz, Wi-Fi 6, der neueste Standard ist natürlich auch dabei, Bluetooth 5.2, NFC, also alles, was das Herz begehrt. Der Akku, wie gesagt, 4600 mAh. Da bin ich gespannt, wie lange dieser hält. 30 Watt Ladegeschwindigkeit, 21 Watt Wireless, also ob das wirklich stimmt, da bin ich mal gespannt, was ihr mir da berichtet, ob ich da doch auf dem Holzweg bin, aber Wireless Charging unterstützt das Gerät auf jeden Fall. Schreibt mir doch gerne mal rein, ob wirklich 21 Watt. Ja, und ich muss sagen, ich bin durchaus begeistert, vor allem von der Verarbeitung her. Es ist wirklich ein In-Hand-Gefühl, was man selten so spürt und ich bin total begeistert von der Farbe. Ich bin froh, dass ich nicht die Standard-Schwarzfarbe bekommen habe und das Design gefällt mir auch gut. Hier der Kamerabump, klar ist der zum Gewöhnen, aber ich sag mal, Geschmack ist ja eine Sache des Betrachters und jetzt würde ich sagen, bevor ich hier noch abschweife, war es das für das erste Video zu dem Google Pixel 6 und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da und um keine weiteren Videos zu verpassen, auch nochmal zum Google Pixel 6, dann abonniert doch gerne diesen Kanal und dann bleibt mir noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!